Mohammed Biyeh wurde am 7. Februar 1975 im Iran geboren. Bekannt wurde er als Wüstenvampir von Teheran. Mit 11 Jahren lebte er nahe der Grenzen zu Afghanistan und Turkmenistan. Als ältestes von 7 Kindern beendete er seine Schule, um in einer Ziegelei zu arbeiten. Von seiner Mutter bezog er oft Schläge, doch der Anblick von Blut erfreute ihn zu seinem eigenen Erstaunen. Zwischen März und September 2004 lockten er und ein Arbeitskollege kleine Jungen in die Wüste, angeblich um Hasen und Füchse zu jagen. Mit Betäubungsmitteln oder mit Steinschlägen machten sie die Kinder handlungsunfähig. Daraufhin missbrauchten und ermordeten sie die Jungen. Die Toten vergruben sie in flachen Gräbern und platzierten Tierkadaver in der Nähe, um den Verwesungsgeruch zu kaschieren. Biyeh geriet schnell in Verdacht und wurde auch in Gewahrsam genommen, doch ohne Beweise musste er nach einigen Monaten entlassen werden. Dadurch konnte er weitere 7 Morde begehen. Biyeh wurde zum Tode verurteilt und zu 100 Peitschenhieben für die Vergewaltigungen. Am 16. März 2005 wurde er öffentlich ausgepeitscht und anschließend an einem Baukran gehängt.